Dann greifen wir doch nochmal an. So, jetzt dreht er wieder durch. Ha, es klappt. Ich habe die schwarze Farbe absorbiert. Aber ich sollte vielleicht erwähnen, wie unglaublich schwierig das alles für mich ist. Ich schaffe das höchstens noch 10 Mal, also sieh zu, dass jeder Block sitzt, ja? Ein Sprung, wow. Das ist halt gerade was, wo ich nicht brauche, weil auf ihn springen kann ich leider nicht. Ja, das tat weh. Also ich glaube nicht, dass ich springen kann, aber ich probiere es einfach mal. Wir brauchen wahrscheinlich eher Hämmer. Oh doch, es funktioniert. Na dann, probieren wir das doch nochmal. Mit normalen Schuhen funktioniert es natürlich nicht. So, jetzt kommt wieder der Feuerangriff. Natürlich habe ich wieder zu früh gedrückt. Wie sollte es auch anders sein? Schon wieder ein Schuh. Okay, nächste Runde, nächstes Glück. Ich hoffe zumindest, dass wir Glück haben. Mario, die Angriffe zu blocken, setzt mir ganz schön zu. Ah, mir ist aufgefallen, dass sich die Bowsers Füße schwarz färben. Mir ist aufgefallen, dass sich zu Bowsers Füßen schwarze Farbe sammelt, wenn wir ihm Schaden zufügen. Je mehr schwarze Farbe da ist, desto stärker werden seine Angriffe. Das gibt uns wiederum die Chance, die Farbe einzusammeln. Stärkere Angriffe sind aber auch schwieriger zu blocken. Es ist also riskant. Versuche beim Blocken so viel schwarze Farbe wie möglich zu sammeln. Endlich mal wieder ein Hammer. So, jetzt können wir gleich nochmal Farbe einsammeln. Und natürlich ein Sprung.
keine Ahnung, was ich da noch machen soll. Wir haben eigentlich keine Karten mehr. Jetzt kommt wieder das Feuer, weil wir ihm keinen Schaden zugefügt haben. Eine Kopie von der Waschmaschine. Meinetwegen. Ich hoffe, das zieht ihm zumindest ein bisschen was ab. Denn das ist, was wir brauchen. Erst dann können wir wieder schwarze Farbe absaugen. Oh, das sind ja gute Aussichten. Fast nur Schuhe dabei. Aber wir haben die Lupe bekommen. Die muss jetzt auch ein bisschen Schaden machen irgendwie. Ich hoffe, es hat geklappt. Oh ja. Ein Hämmerchen. Das ist doch auch sehr gerne willkommen. Problem wird sein, wir haben bald keine Münzen mehr für das Kartenrad. So, das könnte jetzt von Vorteil werden. Denn damit können wir mehrmals treffen. Erstmal wieder Kartenrad. Wir nähern uns Stück für Stück. Allerdings geht uns aber auch das Geld aus. Ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Und die Pilze gehen uns natürlich auch aus. Das darf man nicht vergessen. Du wagst es, die schwarze Farbe zu stehlen. Dann versuch mal, das hier zu blocken. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ich weiß nicht, wie viele Treffer ich noch verkrafte. Mario, wenn ich noch einen Trick auf Lager hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt dafür. Richte so viel Schaden wie möglich an, damit wir den Rest dieser schwarzen Farbe bekommen.
Problem ist, ich habe keinen Trick mehr. So viel Schaden wie möglich, den werde ich jetzt wahrscheinlich mir verursachen. Das war klar. Das war klar. Und das ist jetzt auch klar. Aber ich habe halt nichts anderes. Und ich krieg natürlich Schuhe. Das wird uns nichts helfen, aber was wollen wir machen? Jetzt ist nicht der Zeit für Verkleidung. Du musst die Angriffe mit mir blockieren. Ich hab aber nichts. So, wir können uns jetzt noch einmal heilen, dann war's das. Und noch zweimal am Kartenrad drehen. Und ich glaube nicht, dass uns das wirklich hilft. Und wir kriegen natürlich einen Schuh. Und wenn wir schon dabei sind, können wir uns auch gleich Farbe geben. So, jetzt müssen wir Glück haben beim Kartenrad. Zweimal können wir noch. Wir kriegen einen Pilz. Ich meine, jetzt ist es eh egal. Wir haben eh schon verloren. Denn das wird unser letztes Drehen. Ein Pilz. Ich kann nichts mehr machen. Das Spiel ist gelaufen. Kartenrad geht nicht. Verlieren wir noch ein paar Lebenspunkte. Dann wird er nochmal angreifen. Dann können wir unsere restlichen Pilze setzen und dann haben wir keine Karten mehr. Und dann ist hier offiziell vorbei. So. Das sind unsere letzten vier Karten, die wir auf der Hand haben. Und jetzt geht nichts mehr.